Jo, moin und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Ja, wir, ja, da wollen wir hin, zum Fossilbiom. Also da, wo wir unsere Boje hinterlassen haben, sozusagen, einen Eingang zu, auf jeden Fall, einigem an Nickel und Uran und was es da unten nicht alles gab. Insofern sind wir da wohl auf dem richtigen Wege. Nur müssen wir erstmal dahin filmen. Wie gesagt, die Höhle hier, die fand ich tatsächlich ziemlich cool. Auf so einer von dieser fliegenden Inseln hier so ein, noch so eine Höhle mit drin. Das fand ich schon irgendwie cool. So, wir haben den Kurs relativ gerade gesetzt. Wir müssen aufpassen, da vorne kommt offensichtlich noch irgendetwas. Gerade vor kann man halt irgendwie immer nicht so. In den Tod gefahren gerade. Meinst du? Der. Ja. Oh! Will ich, dass der mich sieht? Ne, eigentlich nicht. Das ist das Fossilbiom. Oh, er sieht uns wohl. Schade. Hört sich das jetzt nicht wirklich leiser an. Aber vielleicht hilft es uns ja. Irgendwie lebend wieder da anzukommen, wo wir hinwollen. Hier. Muss das denn ja jetzt irgendwo runtergehen? Den habe ich überhaupt nicht bemerkt, dass da so ein riesen Viech in der Nähe ist. Habe ich null bemerkt. Schon, ich werde vom Sprechen her jetzt automatisch leiser. Feind in der Nähe. So. Hier habe ich ja jetzt eigentlich nicht so viel gesehen, was uns hier im Weg sein könnte. Wo ist die Boje? Da. Wir brauchen jetzt quasi hier direkt dazwischen irgendwo. Boje ist noch 200 Meter unter uns. Das erschließt sich mir gerade nicht so richtig, warum das so ist. Haben wir doch direkt im Höhleneingang gelassen. Da muss ich jetzt tatsächlich gleich erstmal den Höhleneingang wieder suchen, weil das hier scheint es nicht zu sein. Und von welcher Seite wir da jetzt aber... Von der Seite vielleicht? Kommen wir hier so einfach rum. Stört uns nicht. Da müssen wir jetzt, glaube ich, aufpassen. Na, wo ist sie? Da. Okay, wir müssen ein Stück hoch, damit wir rumkommen. Ein Stück vor. Ist gerade nicht. Ist jetzt auch gerade nicht so im Auge, ob uns hier gerade ein bisschen die Akkus leer lutschen oder so. Weil wir im Silent Running Mode fahren. Der zog ja doch deutlich mehr Strom. Ja. Da oben ist auch noch so eine komische Höhle. Mit der müssten wir jetzt quasi gleich face to face sein. Okay, da ist auch noch eine Höhle. Ist ja spannend. Ob man da rückwärts einparken kann, damit er hier nicht so ein bisschen immer interessieren. Wir haben ja eine Rückfahrkamera. Damit hier der Dings nicht so exponiert in der Gegend rum
Das ist er, oder was? Na gut, der ist ja jetzt nicht so gut. Also müssen wir einmal gucken, ob das, schon wieder gleich wieder Krämpfe. Mal gucken, ob wir hier wieder mit dem Heck rumkommen. Nein. Nein. Richtung. Das funktioniert ganz gut. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wie weit das nach oben weitergeht. Zu viel. So. Keine Ahnung, ob dieses Boot dafür gedacht ist, so eingeparkt zu werden. Wir machen jetzt einfach mal. Die Frage ist natürlich, wo kommt die Seemotte raus? Die Motte kommt wo raus? Da vorne, glaube ich, ne? Dafür müsste wahrscheinlich tatsächlich so weit draußen bleiben, dass die Motte auch einigermaßen rauskommt. Ja, das ist nicht so wild. Und hinten? Aber guck. Naja, nicht so tief drin, wie ich das wohl gerne gewollt hätte. Hier müssen wir natürlich gucken. Warte mal, wir können ja nochmal. Weit muss das. So. Stopp. Hier sind wir hier. Und das ist die hinten das Heck. Hier können wir nochmal reinschauen, was hier so Schönes drin ist. Sieht auf jeden Fall auch so aus, als würde man sich hier auch nochmal umgucken wollen. Sehr spannend. Ist doch ein schöner Parkplatz hier, oder nicht? Finde ich jetzt zumindest. Muss es halt nur noch passen, dass wir hier mit der. Dass wir hier mit der Motte rauskommen. Und man muss uns hier natürlich irgendwie am Leben lassen. Das ist eine gute Voraussetzung für so manches. So, dann will ich hier, gut. Ich wünschte, man könnte hier vorne das Fenster zumachen, sozusagen. Ich weiß halt nicht, ob das sie nicht triggert, wenn ich jetzt hier drin Licht anmache, ob das nicht irgendwen triggert. Von wegen, da ist ein Fenster und ich sehe da was Leckeres in der Gegend rumhobbeln. Die sind noch nicht fertig. So, Schnick. Hier. 1, 2, 3, hier. So, den Rest nehmen wir mit. Und jetzt ist natürlich die große Frage. Doch, ich denke mal, wir werden vom Material her. Wenn wir da jetzt runterfahren, werden wir uns das alles erstmal angucken. Und wir werden vom Material her das so versuchen einzupacken, dass wir einen zentralen Raum bauen können. Den wollte ich gerne auf einem Fundament bauen. Das heißt, ich brauche das Material für ein Fundament. Und kann zwei neue Sachen herstellen. Warum kann ich zwei neue Sachen herstellen? Hallo? Hallo? Was? Okay. Auf Anhieb finde ich, könnte das schon ganz geil werden, aber. Hä? Hallo?
Hallo. Ach. Jetzt hat er geschnallt, dass ich irgendwo bin, wo ich eigentlich gar nicht sein dürfte. Geil. Okay. Das war jetzt ein bisschen creepy. Wahrscheinlich kommt er nicht so ganz damit klar, dass ich hier drin in dieser Höhle mit dem U-Boot bin. Oder so. Weiß es nicht. Okay. So bin ich dann auf jeden Fall auch hier mal mit reingekommen. Guck mal, da kann man noch was aufheben. Und wenn wir noch einen finden, haben wir schon wieder einen Kernbrennstab zusammen. Ah. Der wird mich vermutlich gleich verfolgen. So, hier machen wir auch guck mal da, weil für den Kernbrennstab brauchen wir nämlich auch Glas. Und dann können wir mal runter gucken, wie es hier so aussieht. Achso, hier könnte. Ach, guck mal. Da brauchen wir gar nicht da vorne rum, da können wir hier durch. Haben wir das auch gesehen? Ja, schön. Geil. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Angst, da wieder hinzugehen. Ja. So, aber ich kann angeblich zwei neue Sachen herstellen. Jetzt bin ich total gespannt, was das wohl sein mag. Ja. Ach ja, genau. Ah. Lädt beim Schwimmen das Gerät in deiner Hand kabellos auf. Ach, das ist ja okay. Die Frage ist natürlich, dass. Ja. Also ganz am Anfang wäre das vielleicht irgendwie cool gewesen, aber jetzt ist das, glaube ich. Ist das, glaube ich, schon passé. Ach ja, und der schöne Pflanzentopf, genau. Ach, ist das nicht. Schön. Also Kernreaktor wollte ich mitnehmen, genau. Da hat es uns nämlich zerrissen. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Hier habe ich schon ein bisschen was davon abgeladen, weil ich keinen Platz mehr habe für diese Ressourcen. Weil der Schrank mit den kristallinen Ressourcen einfach voll ist. So, hier war ich. Bin mal gespannt, ob das wieder passiert. Ich wünsche es mir nicht. Den Kernreaktor muss ich mithaben. Das ist ein Plastahlbahn, erweiterter Kabelsatz und dreimal Blei. Plastahlbahn, erweiterter Kabelsatz und dreimal Blei. Und ich brauche für 6 Titan für so einen Grundsatzraum. Und was sollte man auf jeden Fall sonst noch mitnehmen? Den hier, glaube ich, sollte man mitnehmen, ne? Damit man da im Zweifelsfall irgendwas basteln kann. Pass auf. Ja, doch. Genau, das Stasegewehr. Genau, das. Und den basteln wir jetzt hier nämlich einfach weg. Das kriegen wir ja komplett alles wieder. Das heißt, den können wir dann auch wieder neu da aufbauen. Dann haben wir noch ein bisschen Platz. Davon holen wir uns gleich noch was. Das können wir auch mal eben schnell wegnaschen. Uns einmal neu holen. Dann ist die Frage, was brauchen wir noch da unten? Was brauchen wir dringend da unten? Batterie und so? Wahrscheinlich eher nicht. Naja, obwohl das Batterieladegerät, die Batterieladestation. Die Motte benutzt. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, die Energiezellen oder die Batterien? Die Batterien, glaube ich. Die? Ja, für die Motte. So. Für die Motte nehme ich das mal mit. So. Und was sollte man da unten noch haben? Ja, irgendwelche Samen und so einen Scheiß. Ne? Für Wasser, damit man da unten direkt eine Wasserversorgung wiederherstellen kann. Für einen Topf hätten wir dann genug Feuer sozusagen. Kommen wir für zwei mit. Und dann jetzt noch irgendwie den Rest mit Titan volllaufen lassen. Es ist dann natürlich so, dass wir da unten erstmal überhaupt nichts einsammeln können. Aber wir wollen uns hier ja sowieso 1, 2, 3, 4, 5, 6 kostet, glaube ich, der normale Raum. Und so eine Luke, die brauchen wir natürlich auch. Eine Luke.
Quarz und zweimal Titan. Quarz habe ich, glaube ich, tatsächlich dabei. Andere Richtung, zweimal Titan. Sicherheitshalber lieber nochmal einmal. So, dann habe ich jetzt, glaube ich, genug dabei, dadurch, dass ich an Bord der Motte, glaube ich, auch noch einiges dabei habe. Insofern behaupte ich jetzt einfach mal, sind wir... So, Krebs, Sicherheitsanweisung, ja, nicht hinaufklettern und absteigen, während sich das Gerät bewegt. Ja, das... Ja. Danke. So. Ja, speichern wir mal das Prozedere. Abflug, wir haben gerade gelernt, wir können auch hier durch, wenn ich das richtig verstanden habe. Wo ist denn unsere Boje überhaupt? Da unten ist unsere Boje zum Fossilbiom und scheint ja auch tatsächlich hier unten durchzugehen, oder? Das ist doch ganz nicely eigentlich. Wenn wir es denn überleben. Da bin ich ein bisschen misstrauisch, muss ich gestehen. So, hier liegt unsere Boje. Und da unten ist der grüne Graben. Oder wie auch immer sich das nennt. Wo nennt mich das denn jetzt gerade? Der grüne Graben. Der große Graben nennt mich das, glaube ich, ne? Asterix. Ich meine, es gibt Asterix, gut, das heißt der große Graben. Ist es scharf um die Ecke? Ja, muss ja. Wenn ich die Uranhöhle, da quasi direkt um die Ecke, nur 1500 Meter in diese Richtung. Wie gesagt, eine gefühlte Ewigkeit. Hier war auch noch irgendwie so ein großes Geisterdingens. Die würde ich auch gerne nochmal scannen, aber solange ich nicht weiß, wo sich dieses Teil da oben so längs bewegt, möchte ich das ehrlich gesagt. So, jetzt legen wir uns hier mal ein bisschen durch. Fahren wir natürlich an der Menge ins feiner Ressourcen vorbei. Oh, das ist ein Paarungstanz. Da wollen wir gar nicht zugucken. Eine sehr stichelige Sache. Cool wäre natürlich auch hier so direkt auf diesem grünen Graben drauf, so eine Basis anzufinden. Und werden uns dann langsam die Säulen von der Basis weggefressen. Das scheint über alles Nickel zu sein hier. Natürlich die Frage, ob sich das lohnt, schon direkt hier eine hinzubasteln. Hier würde ich jetzt mal sagen, wenn uns der große dicke Fisch da oben nicht erwischt, könnten wir sogar tatsächlich noch mit der Zyklop rein. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Tiefe achten, denn wir sind jetzt irgendwie über 600-700 Metern. 700. Nach 800 Metern. Ob wir das noch schaffen könnten da oben? Muss ein bisschen so zu sein, ne? Was würden wir hier hinten noch? Au! Tschüss? Okay, was ist das? Das sieht irgendwie anders aus. Okay. Jetzt haben wir noch. 10 Minuten haben wir noch. Als ob ich jede Folge hier eine halbe Stunde lang gemacht hätte. Schön wäre. So, hier liegt irgendwas. Das ist irgendein Pilz. Nee, gar nicht. Wie heißt das hier? Scheibenkoralle. Was ist das? Das würde mich interessieren. Ich würde eigentlich mal behaupten, hier. Der Mulde sieht doch eigentlich ganz gemütlich aus. Müsste man jetzt natürlich erstmal nochmal ein bisschen beobachten. Aber wir sind natürlich halt auch schon relativ tief, ne? Also hier.
Hier ist dann irgendwie Schicht auch. Der da hinten sieht ein bisschen guckig aus, als würde er hier hin wollen. Da ist halt immer die Frage, ich weiß es halt nicht, ich habe es noch nicht bemerkt, dass irgendwelche Tierchen der Basis selbst Schaden zufügen können. Ich würde aber tatsächlich erstmal interessieren, was das da drüben ist. Dass wir hier gleich Stress kriegen und wir das Ding dann quasi erfeuern können. Also wir schauen uns einmal speichern und einmal drüben, was das hier ist. Hm? Kriegen wir Schaden? Sieht das gerade so aus, als... Oh. Das sieht spannend aus. Ach, ich habe das für, ich dachte, das wäre irgendwie so eine organisch anmutende Struktur, aber das ist Gerippe von irgendwas oder was ist das? Ah. Okay, das ist ein Gerippe. Was ist das hier für grüne? Ach, ich dachte, das wären irgendwie Lichtkegel. Das ist diese grüne Suppe, die hier runterrauscht. Okay. Ist klar. Ja, so kann man sich vertun. Ist da irgendwas drin vielleicht? Wieso kann man da rein? Würde ich auf jeden Fall gut verstecken. Hier könnte man auch cool eine Basis reinbauen, oder? Hier das? Was für ein Kollege hier? Der wirkt gerade ein bisschen passiv. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, hier auszusteigen. Er scannt erstmal alles hier. Ach so. Skelettüberreste eines Leviathans. Okay. Wirbelfisch. Hallo? Eine einheimische Lebensform. Ja, und danke. Aha. Okay. Jetzt haben wir hier also. Was? Oh. Hallo? Ich sehe doch da was. Okay, hier scheint es auf jeden Fall deutlich mehr zu geben, zu sehen zu geben, als ich angenommen habe. Aua. Aua. Hey, das da hinten scheint auch noch so eine Alien-Dings da zu sein. Hier gefällt mir der Punkt da hinten. Ich meine, das war hier. Der Punkt hier hinten gefällt mir immer besser. Hier so die Ecke, ne? Ja. Gefällt mir richtig gut. Schönen Ausblick. Und da hinten, was auch immer das da ist. Ich glaube, das sieht gut aus. Hier liegt auch jede Menge Zeugs in der Gegend rum. Es ist nicht so wahnsinnig weit bis zum Ausgang. Hier sind so ein paar Smoker, auf die wir gucken. Und dieses komische Skelett. Und das finden wir dann auf jeden Fall immer mal wieder. Das ist, ich glaube, alles ganz gut. Nur der da gefällt mir nicht so gut. Das ist natürlich die Frage, ob der auf die Stoßkanone anspricht. Also der scheint mir ein bisschen aggro zu sein. Schade, der hat sich offensichtlich genau diese Ecke hier als Heimstatt ausgesucht. Das gefällt mir nicht so gut. Das würde ja quasi heißen, man kommt raus und kriegt sofort eine verflattet. Das wäre eigentlich nicht so cool. Ich frage, ob es hier nicht ein bisschen besser ist, dass man das so als Standfuß nimmt. Hier unten stellt man die Basis hin. Dann, gut, dann ist das Ding halt da hinten, aber dann hat man nicht die ganze Zeit den Stress, dass man da so einen Kollegen direkt vor der Haustür hat. Könnte man wahrscheinlich wegmachen, aber der spawnt wahrscheinlich auch wieder. Und hier muss man dann halt turmförmig nach oben bauen. Wo würde ich das jetzt mal machen? So, alles klar. Das heißt, die 5 haben wir.
Okay. Das bedeutet für uns, wir werden hier jetzt bauen, und zwar... Das darf ich tief runter? Ne. So ein Ding wollen wir hier bauen. Ich sehe schon, ich werde hier gleich beim Bauen, werde ich hier gefressen oder so. Da können wir nicht hinbauen, da... Ich können wir runter. Das ist Maximum. Da. Ich mach das jetzt einfach mal. Schauen wir mal. So, das haben wir. Jetzt müssen wir, wie immer, nicht direkt nach vorne raus. Das halte ich für wenig sinnvoll. Da können wir nicht hinbauen. Da können wir hinbauen. Warum können wir hier nicht hinbauen? Weil da was im Weg ist. Da könnten wir auch hinbauen. Das ist ein Grafikfehler. Da ist der Nebel vor dem... Ja. Hier nicht. Naja, so ein Mittelding aus Sicherheit Man kommt schnell rein, aber der Eingang ist auch nicht wirklich, in Sicherheit. Und mal gucken, dass wir hier nochmal rumparken. Hier hinten so. Drin sind. Mal, den können wir dann gleich noch wieder mitnehmen. Dann können wir hier rein. Emergency power only. Oxygen production offline. Ja. Mir schon klar. So, und dann müssen wir jetzt doch tatsächlich hier den Kernreaktor reinbauen. Das ist der Eingang und dann sollten wir auch direkt zum Eingang hin das Ding machen. So, mich würde natürlich interessieren, ob es hier auch noch sowas wie einen Schildgenerator für... So, jetzt haben wir natürlich überhaupt keinen Brennstab mit. Das ist natürlich schlau. Echt, ich habe gar keinen Brennstab mit, richtig? Aber wir haben ja immer noch den Fabricator können wir noch bauen. Da, den basteln wir uns wohin. Kommen hier raus und dann basteln wir uns hier in die Mitte. So, das heißt natürlich, dass wir zeitnahe kein Titan mehr. Das ist ja natürlich eine echte Glanzleistung von mir, keinen Kernbrennstab mitzunehmen. Ich meine, in der Motte habe ich auch keinen drin, insofern, aber hier habe ich wenigstens noch ein bisschen Titan. So dass ich da unten mal einen Schrank bauen kann und dann kann ich die Motte direkt leer machen. Die Frage ist, ob wir uns einen Kernbrennstab hier unten noch bauen können. Damit wir nicht wieder komplett runtereiern müssen. Hoch. Dafür bräuchte ich allerdings Blei. Und Blei... Wüsste ich jetzt nicht, dass ich hier welches gesehen hätte. Okay, warte. Wir brauchen... Das brauchen wir noch. Weil... Nehmen wir mal die schönen Pflanztöpfe. Ich bin gespannt, ob wir noch einen hässlichen Pflanzentopf finden. So, wir haben hier keine Sauerstoffproduktion. Fraglich ist also, ob die Pflanzen hier unten überleben. Das werden wir dann feststellen. So, ohne Sauerstoff. Hier, ja, wir können jetzt einmal natürlich gucken, ob wir noch irgendwie noch Blei finden. Ich hab da ja nicht so die große Hoffnung. Alles andere müssten wir eigentlich da haben. Glas und sowas in der Richtung haben. Zu Genüge, aber Blei. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, in so einem Biom jede Menge von dem einen Kram zu finden, aber dieser eine Rohstoff fehlt. Blei. Kein Blei. Ja, können wir uns schon mal
zurück in Richtung Ausgang machen. Das ein Blei. Könnte das Blei sein? Nein. Achso, okay, das war dann hier hoch. Diamant, Rubin. Ein Blei. Oh. Okay, das große Skelett werden wir wohl irgendwie wiederfinden. Wir müssen uns auf jeden Fall auch noch eine Sonde bauen. Also hier, wie heißt das Ding? Nicht Sonde, sondern Zähl. Oh, Blei. Dann müssen wir eigentlich alles haben. Dann können wir noch mal wieder zurück. Das suche ich jetzt einmal ganz kurz. Ah, Kernbrennstab. Da nicht. Ne, das ist schon wieder zu weit. Kernbrennstab. Siehst du, das habe ich vergessen. Ich wollte das Ding auf eine... Auf... Na, komm schon. Auf ein Fundament setzen. Genau, das habe ich nicht gemacht. Auch der Grund. Und warum finde ich jetzt den blöden Kernbrennstab hier nicht? Schon tausendmal dran vorbeigescrollt wahrscheinlich. Ja. Ein Blei. Titan, Kristallines, Uranitit und Glas. Den müssen wir eigentlich haben. Lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das haben wir. Einmal kristallines Uranitit. Nur für die Boje wird es nicht reichen. Eigentlich ganz friedlich hier. Bis hier hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Fiel mir ein, in dem Augenblick, in dem ich es gesagt habe, fiel mir ein, sag's mal lieber nicht. Weil ist dann meistens vor. Hier direkt vor der Haustür, den nehmen wir auch noch mal mit. So. Ja. So geil, ey. Ja, ohne Strom kann ich hier noch so viel Krimskrams anstellen. Ich bin so toll, ey. Alter Schwede. Ja, ich kann hier noch so viel Material anschleppen, wie ich will. Ohne Strom wird das hier gar nichts. Aber auch keine Interimsstromversorgung oder ähnliches. Also einfach mal dumm gelaufen, dass ich allen Ernstes vergessen habe, den Kernbrennstab mitzunehmen. Ja. Man kann sich noch so geil vorbereiten, wenn man es dann nicht mitnimmt, dann wird es einem gar nicht. Das heißt, wir müssen jetzt einmal wieder zurück. Dann machen wir oben eine kurze Pause und dann geht's weiter. Dann muss ich auch einmal durchplanen, dass ich genug Material mitnehme für alles, was ich da oben noch bauen will. Da unten. Haben wir gerade das Blei gefunden. Unten durchschleichen. Das gefällt mir ganz gut hier unten. Hier wähne ich mich in Sicherheit. Immer noch in der Annahme, dass diese Rochen friedfertig sind, aber die scheinen ja tatsächlich nichts zu tun. Insofern. 80%, ja. 73%, das mache ich gut. Oder auch nicht. Gibt schon wieder jede Menge gutes Zeug an den Wänden. Mal kurz gucken. Aushalten. Ein, zwei Bisse. Noch Fossilbiom, aber irgendwo müssten. Wir hätten noch jetzt hier irgendwo oder bilde ich mir das jetzt gerade ein? Ne, das ist noch hier. Ach genau, hier um die Ecke ist das noch. Ne? Hier um die Ecke und hier können wir jetzt ganz weit nach oben.
muss es doch hier irgendwo sein, auf der Höhe, ne? Hier? Ja. Sehr geil. Haben wir geschafft. Kleiner Traum. Hätte besser laufen können, wenn ich den Scheiß nicht vergessen hätte. Dann hätten wir uns da jetzt noch ein kleines bisschen beschäftigen können. Aber okay, so viel hätten wir da auch nicht machen können. So, die nehmen wir mal mit. Die Wasserflaschen, da wir von da unten aus auch Expeditionen starten wollen, die nehmen wir auch mit. Das hier nehme ich auch alles mit. Das habe ich ja nicht umsonst alles da reingeschmissen. Das hier nehme ich auch alles mit und lade das schon mal in die Motte rein. Und dann nehme ich den ganzen Scheiß auch noch mit. Ja, dann fahren wir gleich in der nächsten Folge nochmal wieder los. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.